Hallo, moin moin und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Mein Name ist Ralf Schütt und im heutigen Video geht es um das folgende Thema. Moin moin, hallo und herzlich willkommen zur Geldschau. Also mittlerweile die dritte Ausgabe. Heute wieder zu Gast im Studio, Herr Specht von Specht Immobilien. Hallo, Herr Schütt. Genau, und wir haben heute folgendes Thema. Kann das jeder sehen? Steine. Das ist unsere Empfehlung statt Scheine. Genau. Ja, das ist hier ein echter 500-Euro-Schein, den trage ich seit längerer Zeit bei mir, nicht im Portemonnaie, und der ist mittlerweile, ja, den hat es irgendwie schon ziemlich zerrissen. Sieht leicht ledien aus. Genau. Das Kärchen ist ja schon ein bisschen massiver, scheint ja auch Spaß zu machen, sich darüber zu unterhalten, und ja, schauen wir doch mal. Genau, wir wollten heute Abend mal wieder ein kleines Bericht aus der Praxis machen, einfach mal kurz erzählen, was unsere Kunden, unsere Mandanten so in den letzten Jahren erlebt haben. Mhm. Und Herr Specht fängt mit einer kurzen Geschichte an von einem Kunden, dem er wann? Ende, Mitte der 90er? Nee, das war 1994. Betrifft natürlich schon wieder das Thema Steine. Ging es darum, da hat ein Kunde in einem sehr angesagten Stadtteil, in dem sich, sagen wir mal, die Häuser ausschließlich von der Bauart her eben halt aus dem Jugendstil zusammensetzen. Und genau. Mhm. Der, wie besagte Kunde, hat halt eine vermietete Eigentumswohnung gekauft, 150 Quadratmeter, Innenzustand war so olala. Mhm. Zu dem damaligen Zeitpunkt waren wir noch im D-Mark-Bereich unterwegs, und es war eine Wohnung mit 150 Quadratmetern vermietet, hat damals gekostet 150.000 D-Mark. Kann man sich heute fast schon gar nicht mehr vorstellen. Und diese besagt. Wo war das genau? Das ist in Hamburg Roter Baum. Roter Baum, okay. Die Straße will ich jetzt nicht zwangsläufig. Nee. Und wie groß? Die hatte 150 Quadratmeter. War eine richtig schöne, traumhafte Jungschi-Altbauwohnung mit sehr pompösem Stück, breite Dielenböden und große Türen. Schön. Klar, musste auch von innen saniert werden. Und diese besagte Wohnung ist leider vor 2 Jahren verkauft worden. Leider nicht über mich. Schade eigentlich, aber ich habe es dann doch am Rande mitbekommen, zu welchem Preis. Diese Wohnung wurde veräußert. Man mag es glauben oder nicht. Für 745.000 Euro. Das heißt, wow. Das heißt also von 150.000 D-Mark Einstand, also mal ganz kurz, ganz grob gerechnet, 80.000 Euro, und jetzt verkauft für 780.000. Völlig korrekt. Das sind die Zahlen. Sie können das selber ausrechnen. Ich will da gar nicht so ins Detail gehen, aber da wir eben halt uns, denke ich mal, ausschließlich mal mit diesem Thema hier beschäftigen werden heute, kann man einfach sehen, was aus diesem Stein seit 1994 geworden ist. Ja, ja. Und das Interessante daran ist ja eigentlich, er ist ja nicht großartig bewegt worden, dieser Stein. Nee, deswegen heißt die Immobilie ja Immobilie, weil sie nicht beweglich ist. Genau. Außer vielleicht in den USA, da werden die Holzhäuser dann auf den LKW gepackt und hin und her geschoben. Fast richtig, Herr Schütt. Wobei, eine Sache möchte ich dazu sagen, die Preise haben sich bewegt. Die Immobilie selber nicht. Und wenn man das jetzt mal so sich anschaut, und ich denke, das ist auch immer so das große Geheimnis, worüber wir auch immer in den einzelnen Sendungen sprechen, dass man einfach die Idee hat, dieses Thema Steine statt Scheine den Leuten näher zu bringen. Was ist der Unterschied? Warum sollte man es tun? Und wie sinnvoll ist es, sich überhaupt mit diesem Thema zu beschäftigen? Was weiß ich darüber? Was weiß ich nicht darüber? Kann ich es tun? Kann ich es lassen? Kann ich es machen? Da denke ich mal, genau, versucht man ja mehr Aufklärungsarbeit zu leisten. Ne? Genau, Steine statt Scheine. Das Faszinierende daran ist eigentlich, wie soll ich sagen, das ist ja nichts, in Anführungsstrichen, nichts Neues. Ja, Familien wie Guttenbergs oder Thurn und Taxis machen das seit Jahrhunderten. Nur, wie soll ich sagen, der normale Sparer packt sein Geld aufs Sparbuch und ja, oder aufs Tagesgeld und wundert sich dann, dass das Geld irgendwann hier in, ja, das hier in Flammen aufgeht. Genau.
Ja, was haben wir sonst noch für spannende Praxisfälle einfach? Ist es denn aus Ihrer Sicht genauso machbar, dass die nächsten 10, 15, 20 Jahre die Preise sich ähnlich entwickeln? Also ich würde mal vielleicht nicht sagen, so ganz so massiv, wie es in den letzten 20 Jahren stattgefunden hat, nur die Preise werden sich weiterentwickeln. Das ist einfach ein Gesetz der Serie, aber aufgrund der Inflation, ich würde sie mal ganz vorsichtig so zwischen 2-3% betiteln. Die Inflation und die Zeit sorgt dafür, dass eben halt das Thema Immobilie teurer wird. Das ist eine automatische Wahrheit. Das können Sie nicht verhindern. Das ist so meine, das ist eine rein persönliche Meinung. Nur wenn ich einfach sehe, inwieweit, sagen wir mal, sich die Preise von Immobilien in den letzten 20 Jahren potenziert haben. Gut, wir hatten gewisse Bewegungen dazwischen, wir haben eine Währungsumstellung gehabt und. Nur, aber auf der einen Seite ist es doch so, wenn man jetzt einfach mal als Laie sich die letzten 4 Jahre anschaut, was in diesen Märkten passiert ist, wie explosionsartig gewisse Quadratmeterpreise in gewissen, sagen wir mal, ich spreche da immer von den Top 5 Städten, sich die Preise entwickelt haben, das ist schon massiv. So, und warum ist es so? Was ist da die Triebfeder? Jetzt sind wir wieder bei meinem Lieblingsthema. Ich wage ja sogar zu behaupten, dass sich die Preise nicht wirklich, wie soll ich sagen, die Ziffern haben sich geändert. Ja, aber die Kaufkraft ist die gleiche geblieben. Ja, Herr Specht sprach es eben so schön an. Ja, wir hatten eine Umstellung. Währungsreform. Ich bin da ein bisschen brutaler. Ich sage, wir hatten eine Währungsreform. Und keiner hat es gemerkt. Ich habe das in meinen Seminaren schon in den Jahren 96, 97, 98, als es klar war, dass der Euro kommen würde, in Seminaren gesagt und bin damals wild beschimpft worden. Verlacht worden sozusagen. Und verlacht worden. Und nein, das ist negativ und das kann nicht sein. Zu meinem Glück hatte keiner der Seminarteilnehmer faule Eier oder Tomaten dabei, aber wenn sie die mal gehabt hätten, dann hätte ich ein paar abbekommen. Ja? Lange Rede, kurzer Sinn, einfach kurzer historischer Vergleich. Herr Specht kann das, denke ich mal, gleich bestätigen, muss er nicht, aber vermute ich mal. Ich habe es ja selber erlebt. Ja, wir haben ja das Thema Kaufpreise, was weiß ich, nehmen wir die besseren Lagen, nehmen wir Eimsbüttel Eppendorf, da kostete im Dezember 2001, eine freilieferbare Jugendstil, also Wohnung mit Dielenböden, jetzt nicht toll saniert, sondern in einem vernünftigen Zustand, kostete damals auf dem Quadratmeter wie viel? Also eine freilieferbare Wohnung, freilieferbare Wohnung. Ja. Von der Qualität her einigermaßen angesagte Lage. Ich würde jetzt mal tippen zwischen 1850 D-Mark bis 2500, 2600 D-Mark, der Quadratmeter, freilieferbar. Wenn wir eine gute Qualität haben. Die kosteten damals 4.500 D-Mark. Freilieferbar. Okay. Ich war jetzt bei Eimsbüttel und so weiter. Ja, gut. Eimsbüttel, Eppendorf. Normaler Altbau, ne? Ich hab die Preise recherchiert im Staatsarchiv hier in Hamburg. Ja, und da lagen wir also wirklich vor der Währungsreform bei 4.500 D-Mark. 4.2, 4.3, 4.8, je nach Lagen. Okay, gut. Ja, deswegen wage ich auch zu behaupten, dass die Immobilienpreise gar nicht oder dass die Immobilien gar nicht mehr wert geworden sind. Sondern, was passierte denn am 1. Januar, ich weiß es noch, ich war am 2. Januar eben in Eimsbüttel, okay. In der Osterstraße, gab es damals noch, gibt es da heute nicht mehr das Alex, da hatte ich vorher immer meine große Apfelschorle. Ja, 0,5 Liter, kostete zu D-Mark-Zeiten 6 Mark und 20 oder irgendwie sowas. Okay. Am 2. Januar hatte ich auch wieder meine Apfelschorle bestellt und die Kassiererin nannte mir dann den Preis. Und dann sagte ich so, hey, ich möchte bei euch keine Beteiligung am Alex erwerben, ich möchte nur meine Apfelschorle bezahlen. Also es war ein Grundstück dabei. Es war mindestens ein Grundstück dabei. Also statt 6,20 Mark oder 6,50 Mark, weiß ich nicht, kostete die gleiche Schorle plötzlich 6,50 Euro. Ja, das haben die meisten schon wieder vergessen. Viele Gastronomen haben sich sehr einfach gemacht. Die haben ihre Speisekarte genommen, die D-Mark durchgestrichen oder zumindest Tippex genommen und einen Euro zahlt. Genau, das ging relativ schnell. Daran konnte man eigentlich sehr schön sehen, dass es eine Währungsreform war und keine Währungsunion. So. Jetzt gucken Sie sich das mal an bei den Immobilienpreisen, an den Tankstellen oder bei Energiepreisen. Warum erhöhen die Energieversorger irgendwie 8 bis 10 Mal im Jahr die Preise, damit sie endlich
auf das Niveau kommen, wo die Gastronomen schon vor 12 Jahren waren. Ja? Ja, stimmt. Ein guter Bekannter von mir, der hat mal, der war bei, im Vertrieb bei Audi, mhm, ja, und hat den alten A6, ja, mit dem neuen, der dann glaube ich 2003 kam, verglichen. Sagte, da waren versteckte Preiserhöhungen von 10.000 Euro drin. Der Wagen war ja nicht plötzlich mehr wert, sondern die mussten natürlich gucken, dass sie die Preise auch, ja, möglichst dynamisch von D-Mark auf Euro umstellen. Aber was war am Immobilienmarkt? Da passierte zunächst immer erstmal genau das Gegenteil. Eine Wohnung, die vorher, nehmen wir als Verkaufspreis 100.000 D-Mark. Für 100.000 D-Mark, Herr Specht, bietet keiner eine Wohnung an. Was macht er? 99.000 D-Mark. 99. Hört sich besser an, ist die Schallmauer. Ist wie im Supermarkt, kennt ja jeder von uns. Genau. So, jetzt kostete ja plötzlich nach der Währungsreform, ja, 1,95583, der zauberhafte Wechselkurs, kostete die gleiche Wohnung, für die man ja vorher 100.000 D-Mark haben wollte, hätte die 51.100 Euro gekostet. Zum Beispiel, ja. Ich habe noch ein, zwei Anzeigen, die habe ich jetzt rausgesucht. Da gab es also wirklich Leute, die haben das 1:1 umgerechnet. Aber der Markt, was machte der Markt? Der bot nicht mehr für 99.000 an, sondern für 49.000. Ja? Das heißt, wir hatten de facto erstmal einen Preisrückgang. Ja? Ich habe zur damaligen Zeit, ab 99 habe ich jedes Jahr Wohnungen gekauft, für mich privat. Und okay, gesagt, verdammte Hacke, wieso läuft der Markt erstmal komplett gegen dich? Die Preise fielen. Ja? Ganz am Anfang, aber dann hat es sich ja relativ schnell... Genau, ab 2006, 2007, 2008 erholte sich das dann. Ja? Warum passierte das? Der André Costolani, ne, ehemaliger Börsenspekulant, der sagte mal so schön, wie viel ergibt 2 mal 2? Herr Specht, Preisfrage, Mathe. 4? Circa. Ist natürlich rein rechnerisch korrekt, aber er sagte nein, 2 mal 2 ergibt 5 minus 1. Ja? Gut, und warum genau das? Ja, weil der Hintergrund an der Börse oder auch am Immobilienmarkt ist vollkommen egal. Sie haben die richtigen Schlüsse gezogen, sie haben die richtig sich den Markt angeguckt, ja, und trotzdem läuft erstmal alles komplett gegen sie. Das ist die 5. So, was machen die meisten Leute? Ja, schmeißen die Flinte ins Korn und geben auf. Das ist das Praktische bei einer Immobilie, das geht da nicht so einfach. Bei einer Aktie, die können sie von heute auf morgen wieder verkaufen. Man kann sich nicht so schnell zurückziehen. Ja. Ne? So, das heißt, 5 war erstmal aufgrund der Währungsreform, dass die Preise nach unten gingen. Die minus 1 stellte sich ab 2007, 2008, 2009 ein. Plötzlich fingen die Preise an zu steigen. Deswegen wage ich auch zu behaupten, dass wir am Immobilienmarkt oder speziell hier in Hamburg am Immobilienmarkt endlich nach 12 Jahren die Währungsumstellung, ich nehme jetzt mal die konservative Formulierung, dass wir diese Währungsumstellung am Immobilienmarkt endlich nach 12 Jahren vollzogen haben. Das ist alles. Ja? Es kann also nicht von irgendeiner Immobilienblase die Rede sein, sondern wir haben heute die gleiche Kaufkraft, wie wir sie vor 12 Jahren hatten. Und ganz noch ein Punkt kurz zur Inflation. Ich muss mal gucken, ob das machbar ist. Es gibt eine tolle Tabelle. Herr Specht sagte, das ist so die offizielle Variante, die 2-3%. Ja, alles drüber ist ja nur gefühlt. Ja, wir fühlen ja heutzutage Temperaturen. Wir fühlen Inflationen. Also ist alles eingebildet. Ja, aber es gibt eine tolle Finanzzeitschrift, die habe ich in der letzten Ausgabe oder in der vorletzten Ausgabe schon erwähnt. Die hat eine Tabelle mal rausgebracht, wo die Inflationszahlen, die offiziellen vom Statistischen Bundesamt in Wiesbaden erfasst sind, ja, die irgendwo bei 1,5, 2, 2,5% liegen, mhm, und die dann mal gesagt haben, okay, was war denn der reale Kaufkraftverlust? So, und die lagen seit 2002 irgendwo zwischen 6,5 und 8,5%. So, und das ist nämlich die wirkliche Wahrheit in dem ganzen Bingo. Spiel. So, und wenn man das dann mal umrechnet, dann sieht man auch, wie dieses Thema, sagen wir mal, ne, im Verhältnis zum Geld sich über die Steine einfach potenzieren kann. Weil ich denke mal, die heilige Wahrheit in dem ganzen Spiel zwischen Stein und Finanzen, sprich des Geldes wegen, und deswegen ist dieses Thema Immobilienkauf ja so spannend,
ist das Thema Zeit und Inflation. Das ist eigentlich, was diesen ganzen Rhythmus befeuert, beschleunigt und letztendlich Zahlen erwirtschaftet, sodass man einfach ganz knallhart sagen kann, okay, wir hatten es ja gerade gesagt, werden die Preise weiter steigen? Klar, man soll natürlich immer sehr vorsichtig sein mit solchen Prognosen, weil das muss ja heutzutage alles evaluiert sein. Es muss nachgewiesen sein, es muss belegt sein und insofern, das sind alles Dinge, die man jetzt hier auch mehr oder weniger promotet, das sind selbsterlebte Wahrheiten, die muss ich nicht beweisen mir selbst gegenüber, sondern die habe ich ja selber erlebt. Ja. Ob der Zuschauer das jetzt glaubt oder nicht, das ist ganz alleine seine freie Entscheidung, das ist auch gut so, weil er soll ja immer entscheiden können. Nur was ich einfach sehe ist, was sind denn überhaupt die wirklich wichtigen Bausteine, wenn man eine Immobilie kauft? Und ich denke mal, das Thema Wertpotenzierung und Inflation, das sind so, und das Thema Zeit, das ist das, was letztendlich diesen ganzen Vorgang für Sie beschleunigt. Und da würde ich immer dabei bleiben, bis die weitere, sagen wir mal, Zeit einfach weitere Expansion von Immobilienpreisen bringen wird. Das ist gar nicht zu verhindern. Das sind automatische Gesetze, das sind Naturgesetze. Und dadurch, dass einfach der so ein bisschen auch den Finanzmarkt, sagen wir mal, sehr aktiv und aktuell auch verfolgt, weiß ja, dass die Banken momentan einfach die Geldmärkte fluten mit neuem Geld. Das heißt, die Geldpressen laufen unaufhörlich mit einer Höhengeschwindigkeit. Amerika ist da ein absoluter Vorreiter. So, und was einfach passiert, es kommt immer mehr Markt, also immer mehr Geld in den Markt, aber die Ware explodiert ja nicht parallel zu der Menge an Geld. Und ich denke mal, wenn man da auch mal in vorgeschichtliche Zeiten zurückgeht und sagt, okay, was hat es dann letztendlich gebracht? Dass Brote plötzlich 1 Million Reichsmark kosten und, und. Das sind eigentlich Dinge, die haben alle schon mal stattgefunden. Ich will jetzt da keine Dinge erklären, wie es jetzt wieder passieren könnte, keine Frage. Nur, wir bleiben ja nach wie vor bei diesem kleinen Kärchen hier. Wo wird sein Wert sein? Gehen wir mal davon aus, dieser besagte Stein hat jetzt eine Wertigkeit von 10 Euro. Wir machen jetzt einen Zeitsprung nach vorne, gehen auf 20 Jahre weiter. Wo liegt die Wertigkeit in 20 Jahren, wenn wir bei 10 Euro gestartet sind? Was meinen Sie? Was ist Ihre Idee? Wo geht die Reise hin? Wenn wir alleine nur jetzt mal Mittelwerte nehmen, zum Beispiel, was Herr Schütt gerade sagte, die wirklich real ausgewiesene Inflation, die natürlich da auch immer so ein bisschen, sagen wir mal, retuschiert wird vor der Bevölkerung, weil dann würden die Leute so nervös werden, wenn sie die Wahrheit ist ja manchmal immer brutal und blutig, so würde ich es mal benennen. Ja. So, und jeder ist in seinem Leben unterwegs, er möchte es sicher haben, er möchte grundsätzlich wenig Lärm erleben, sondern und sich da immer mit den Wahrheiten zu befassen, das ist nicht immer einfach. Und deswegen sagt man, okay, in den Medien wird es so und so angepriesen, ich nehme das mal als die Wahrheit, damit bin ich zufrieden und ich habe ein zufriedenes Leben. Das Thema zufrieden, ne, ist ja immer so eine heilige Wahrheit. Ja, sagte mein Chef auch mal, ne? Wenn jemand zufrieden ist, dann liegt er meistens schon in der Kiste und ruht in Frieden. Ja, so, das war jetzt der provokative Teil. Letzten Endes... Ja? 10 Euro gestartet, 20 Jahre weiter. Ja, ist was ist egal, der ist ja trotzdem nicht mehr wert. Nein, der kostet dann 100 Euro, aber die 100 Euro sind genauso viel wert wie heute die 10. So, das heißt, würde automatisch implizieren, dass wir dann davon ausgehen können, die Immobilienpreise werden sich weiter nach oben bewegen. Das ist auch ein Faktor, den man einfach nicht aufhalten kann. Genau, und deswegen kommt es eigentlich auf ein paar andere Umstände. Wir hatten das letztes Mal schon kurz angesprochen. Kommt es eigentlich darauf an, dass man dieses Phänomen, diese Erscheinung, dieses über Jahrhunderte beobachtete Verhalten von Geld einfach für sich nutzt. Und da möchten wir eigentlich in der nächsten Folge mal drauf eingehen. Da zeigen wir Ihnen auch mal ein paar alte Geldscheine. Darf ich da mal ganz kurz reinbringen? Aber gerne. Thema Geld, weil damit dieser Vergleich auch wirklich vollständig dargestellt wird. Der Stein potenziert sich in den nächsten 20 Jahren, wie Sie sagten, von 10 auf 100 Euro. Jetzt ist die Frage, was wird an Wertigkeit werden von der Kaufkraft her aus diesen 500 Euro? Maximal ein Zehntel. So, das heißt, und das ist eigentlich die spannende Wahrheit, das heißt, die Kaufkraft des Geldes geht runter und der Sachwert steigt. So. Dann natürlich eine kleine Hausaufgabe, wo man sich dann jetzt mal selbstständig dann mit den Dingen befasst und einfach mal ausrechnet,
was macht denn am Ende des Tages mehr Sinn? Dass ich mich mit diesem Kerlchen beschäftige oder mit diesem Kerlchen? Eigentlich eine relativ grundlegende, einfache Wahrheit, das kleine 1x1. Genau. Dazwischen steht Inflation und Faktor Zeit. So, und alles andere ergibt sich aus diesen Grundwahrheiten. Ja. Also es ist nicht wie in diesem Spiel, ne? Ching Chong Chang, nein, dass das Papier den Stein einwickelt. Nee, der Stein erschlägt das Papier platt. So schaut es aus. Sache schlägt Geld wert. In der nächsten Folge geht es darum, ja, dass wir einmal uns angucken, wie sie Folgendes hinkriegen, dass also die Geldentwertung, dass das Zeug hier immer weniger wert wird. Ja? Wie man das stoppen kann. Nicht nur, wie man es stoppen kann, sondern wie sie einfach dafür sorgen können, dass die Inflation in der Zukunft nicht mehr wie jetzt hier gegen sie arbeitet, sondern für sie arbeitet. Ja? Deswegen schauen Sie beim nächsten Mal wieder rein in die Geldschau. Und dann geht es um genau dieses Thema, ja, was ist aus unserem Geld geworden, ja, was ist in den letzten 100 Jahren daraus geworden, ja, wie viele Inflationen hatten wir, die deutschen, Preisfrage an Sie. Auch ein guter Punkt, wie viele Währungsreformen hatten die Deutschen innerhalb der letzten 100 Jahre? Also 2014 aktuell, ja, zwischen 1914 und 2014, Preisfrage an alle Teilnehmer. Wir spendieren da, weiß ich nicht, einen iTunes-Gutschein für 50 Euro, ja, an all die, die uns die richtige Antwort hier unten in die Kommentare auf diesem Kanal auf YouTube schreiben. Es gibt was zu gewinnen. Genau, es gibt was zu gewinnen. Es gibt ein Spiel. Genau, deswegen, ja, gucken Sie, wie viele Währungsreformen hatten die Deutschen zwischen 1914 und 2014. Und schauen Sie beim nächsten Mal wieder rein, da gucken wir uns nämlich genau dieses Phänomen Geldentwertung mal genau an. Ja, und ich berichte Ihnen von, lachen Sie nicht, von Tante Erna. Bis dann, alles Gute, Ihr Ralf Schütt. Schönen Abend noch. Alles Gute. Tschüss. Und Manfred Specht. Tschüss, tschüss. Bis dann. Tschüss. Baufinanzierung? Schütt.